dann hat Thomas Hebel umschaltet, gerade dann, wenn man sich streitet oder so. Ja, oder tut man nicht so eifersüchtig. Das bin ich, Linda. 7 Tage bin ich in einem Bordell. Irgendwo in einem Hamburger Industriegebiet. Ich will herausfinden, wie das ist, wenn Menschen ihren Körper verkaufen. Und natürlich auch, wie das ist, wenn Menschen Körper kaufen. Tschüss. Wie kommen die damit klar? Und davon handelt dieser Film. Du stehst noch bei der Bar? Ich sag, du stehst heute in der Bar? Ja. Bis später, Ella. So, dann sag ich dir mal. Da geht man eigentlich am Empfang, da sitzen die um die Ecke gleich. Die Barfrau ist auch hier, um die Ecke ist auch die Küche. Und hier sind überall Zimmer. Das sind die Zimmer? Das sind die Zimmer für die Frauen, ja. Ein paar haben wir davon. Mhm. Und was ist, wenn Gäste so Spezialwünsche haben? Also ich meine... Was meinst du? Ja, keine Ahnung. Also ich meine, reicht dann nur ein Bett oder... Eigentlich, ja, wenn du denkst, also so ein Domina und SM haben wir hier nicht. Ach, das gibt's gar nicht? Das gibt's hier bei uns nicht, nein. Da mussten die Frauen improvisieren. Isabella ist die Chefin. Wie viele Zimmer habt ihr hier? 16. Mhm. 16. Fantasie braucht hier wohl Hilfe. Der Puffregenbogen hat nur 3 Farben. Rot, Pink, Neongrün. Okay, und wie funktioniert das denn? Kommt der Gast hier hin? Der kommt hier rein, der wird von der Badame hier gebracht. Die Mädchen sitzen da, ja. Und die stellen sich beiden Männer vor. Und er sucht sich eine Dame aus. Bezahlt er hier bei uns 18,50 und auf Zimmer 20. Und noch sind alle auch nicht im Haus. Sag mal, was sind denn das für Sessel da vorne? Das sind Sessel für die Männer. Wie muss man denn aussehen, dass man irgendwie häufig gebucht wird? Klein und süß mal. Das sind die beliebtesten Mädchen. Schlank, hübsch. Also eher so niedliche Mädchen. Ja, genau. Und, das ist richtig. Kommt jetzt jemand? Ja, jetzt kommt ein Gast. Elf Uhr früh. Die Mädchen warten auf die ersten Freier. Der einzige Mann, der hier arbeitet, ist Jens. Und der ist Mädchen für alles. Ja, schön unhandlich. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24. Richtig. Aber das kann ja nicht sein. Es ist richtig. Und jetzt musst du gucken, was 4. Also. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Richtig, Bestand sollen 14 sein. Okay. Das müssen immer. Ja, eine Bestandsliste. Ja, das ist. 2, 4, 5. Vorne wird teuer getrunken und hinten billig gegessen. Immer nur zwischendurch. Also ich zahle den Salat und diese Brötchen, wo sind sie denn hier? Sofort. 4, 7 sind 11. Ich habe einer sollte 15 bezahlen, ne? Kann das sein? Also die Pizzabrötchen sind 14, ne, ein bisschen weniger als 15. Oh. Ella, echt. Ja, warte mal, was war das da vorne? Komm von dir. Soll ich dir mal Besteck bringen? Nee, alles. Oder willst du die mit den Händen essen? Ja, ich glaube, ja, wer liebt's. Ja. Das ist Ella, 21. Hallo, Levi.
Guten Appetit. Dankeschön. Nee, das ist mir zu viel Kalorien. Dann lieber Salat, oder? Nein, ess mal ruhig. Ich habe meinen Kuchen schon auch gegessen. Das war also da waren keine Kalorien drin. Ja. Aber ist, also ist das so, dass man da wirklich viel Kalorien verbraucht? Logisch. Ganzen Tag? Ja. Durch die ganze Lauferei hin und her, dann noch Zimmer und verbrauchen die schon ein bisschen Kalorien. Also die mussten schon was essen, ne? Ist der nächste Gast da, oder? Ja. Was habt ihr gesagt, das ist alles gewöhnungsbedürftig. Und was muss Ella jetzt quasi aushalten mit dem Gast? Der spricht viel. Der spricht ganz, ganz viel. Das also eigentlich ist nicht so schlimm. Nein, aber das ist wieder gewöhnungsbedürftig. Manche Frauen wollen ja, dass der fertig wird und der will ja nicht. Der ist ja, der guckt dir das, der guckt dir das, dann redet er ja, weißt du? Das ist eigentlich immer eine lustige halbe Stunde mit ihm. Hm. Na? Hm. Also die muss ja auf jeden Fall mal eine halbe Stunde mit ihm aushalten, weil er erzählt ja auch viel. Er erzählt viel von seiner Frau, von sich, dass er hier gerne kommt und, und. Und dann erzählt er ihr, wie toll sie ist und dass sie so süß ist und klein. Und das mag er so gerne. Und was muss sie körperlich aushalten? Körperlich, ja. Den ganzen Akt, denke ich mir, ne? Weil ich weiß natürlich nicht, wie er jetzt drauf ist. Die verkaufen ja sich selber körperlich, sie verkaufen nicht ihre Seele, ne? Nein. Das musst du auch selber fragen. Vielleicht ein paar Prozent schon. Ein paar Prozent Seele verkaufen. Geht das überhaupt? Ich frage mich, wie viel Überwindung das hier alles kostet. Mein Job ist diese Woche dagegen einfach. Betten machen, aufräumen, Spuren beseitigen. Klar, Geruch, Schweiß, kann man alles abwaschen. Aber was bleibt kleben? Zu Ella kommen pro Schicht bis zu 12 Freier. Wie kommt man damit klar? Scheinbar ist alles ganz einfach. In eine andere Rolle schlüpfen. Jemand anderes sein. Verkleidung, falscher Name, Schminke. Das schützt. Natürlich eine Rolle, die den Freiern gefällt. Ella, wie wichtig ist es, gut auszusehen? Eigentlich sehr wichtig. Weil die Gäste halt drauf auf schlampige Frauen stehen, weil sich die Frauen zu Hause nicht fertig machen. Und das Wort schlampig ist bei dir mit nichts Negativem verbunden? Nee, ganz und gar nicht. Nee. Wie ist denn das, wenn man da sitzt und dann die Auswahl getroffen wird? Hofft man dann, dass man da genommen wird?
Manchmal ja. Aber manchmal denkt man sich auch, bitte nicht, bitte nicht. Wann zum Beispiel? Ja, bei ungepflegten Männern so. Wo man schon weiß, okay, die stinken. Aber das ist echt grausam, mit sowas aufs Zimmer zu gehen. Vor allem, man fragt sie, wollen sie duschen? Nein, ich bin geduscht. Aber meistens ist es nicht der Fall. Man geht aber dann doch mit und... Ja. Dein Freund, stört ihn das gar nicht, dass du als Prostituierte arbeitest? Nee, er hat mich so kennengelernt. War der Gast, oder? Nee, ich habe ihn auf dem Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin kennengelernt. Ja, und dann wusste er, was ich mache, weil meine Freundin das ja auch macht. Und dann waren wir irgendwann zusammen. Gab es deswegen noch nie Probleme bei euch? Doch, manchmal. Welche? Weiß ich nicht. Nicht seinerseits so, aber ich finde das eklig so mit ihm dann. Wenn ich nach Hause komme und er will gleich und ich, nein, ich will nicht. Und dann heißt es immer, ja, mit anderen Männern ja und mit mir nicht und so. Und ich sag so, hä, das hat doch gar nichts damit zu tun. Hat es nicht? Nee, ich habe einfach keinen Bock mehr nach dem Feierabend nochmal zu Hause. Okay, wenn ich frei habe, ist es ja okay, aber nicht so, wie er das will. Und Sex, sind das zwei unterschiedliche Sachen? Ja. Echt? Also wenn man hier, ich denke mir immer so, wenn ich aufs Zimmer gehe, ich muss einfach nur eine Show darstellen. So wie das der Gast haben will, gebe ich ihm das. Es ist im Endeffekt nur eine Fassade. Und zu Hause ist das so, du siehst deinen Mann, du liebst ihn. Es ist viel intensiver als hier. Wie fühlt sich die körperliche Liebe dann zu Hause an, wenn du das mit hier vergleichst? Ganz anders. Ganz anders. Ja. Da sind Gefühle mit bei und hier. Schnelle Nummer raus. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Man muss einfach selber dabei sein, um zu gucken, wie man sich fühlt. So erklären kann man das nicht. Nicht wirklich. Mein dritter Tag. Wie fühlen sich wohl die Freier, wenn sie hier reinkommen? Lassen die alles andere draußen? So, meine Damen, einmal vorstellen, bitte. Soll ich hier? Die kommen schon. Hallo, Freddy. Hallo, Freddy. Hallo, Freddy. Hallo, Bella. Hallo, Freddy. So, mein Lieber, welche Dame hat Sie denn gefallen? Ja, Nummer 1, bitte. Nummer 1? Ja. Ramona, bitte. Dann, ihr dürft dann aufs Zimmer. Ja. Ja? Prima. Okay. Ramona? Hallo, Ramona. Hallo. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Bis nachher, ne? Okay, tschüss. Denn deine Frau? Sie hat jetzt kein großes Problem damit, weil das ja nur eine Dienstleistung ist. Es steht keine Liebe und nicht, oder? Ich schaue das nur als Dienstleistung an und würde mich auch nie in so ein Mädchen verlieben. Ich bin jetzt 63 und das sind so ganz junge Küken. Und da muss man realistisch das anschauen, dass das nur eine Dienstleistung ist. Ich habe meine Frau heute zweimal angerufen, ein schlechtes Gewissen und so. Und
bin eigentlich sehr glücklich mit meiner Frau und so, oder? Und finde auch schön, dass sie mir das toleriert und so, oder? Das schätze ich sehr und so. Und, aber es fehlt ja dann doch irgendetwas. Ja, es ist nicht das Gleiche nach über 30 Jahren, das ist ganz klar. Hm. Im Bordell gibt es kein Tageslicht, keine Tageszeiten, nur Schichten. Mein vierter Tag. Jetzt geht's aber um die Pläne. Und zwar müssen wir halt die Tagfrauen hier eintragen, ne? Mhm. Wer kommt. Weil die sagen dann ja auch, welches Zimmer sie haben wollen. Mhm. Wie viele sind schon da? Ja, 2, 4, 6. Stina kommt ein bisschen später, die hat verschlafen, die hat gerade angerufen. Andrea hat einen Bus verpasst. Die üblichen Katastrophen zum Frühstück. Ja. Vorstellen bitte. Und was sagst du? Ja, du bist noch schnell. Überlegen erstmal, ne? Okay. Ich hab den Namen vergessen. Die in der Mitte. Das ist Annika. 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 Die Annika. Annika, bitte. Dann sehen wir uns später, ne? Viel Spaß. Ja, tschüss, danke. Okay, bitteschön. Keine der Frauen hier hatte als Kind den Wunsch, ich will Hure werden. Pam ist eigentlich Verkäuferin. Eine Freundin hat ihr von diesem Job erzählt. So läuft es oft. Ich sag, oh Gott, niemals, niemals, das könnte ich nicht. Ja, und irgendwann nach einem halben Jahr, irgendwie von Monat zu Monat, da ich eine Freundin hatte, die das gemacht hatte, wurde ich neugierig. Ich fand es interessant. Mhm. So, weil ich habe auch immer gesagt, wie kannst du nur? Und sie fingen dann zu erzählen und dann waren dann auch echt ein paar lustige Dinge dabei. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, irgendwie möchte ich es auch mal was probieren, ob ich das für mich was wäre. Ja, und dann habe ich angefangen. Und dann bei meinem ersten Gast dachte ich so, oh nein, bitte, meine Hände, alles hat gezittert. Und obwohl, das war eigentlich voll lustig. Ich habe mich eigentlich totgelacht. Hast du dem gesagt, dass das dein erstes Mal ist mit einem Gast? Erstmal nicht. Er hat mir erzählt, dass es sein erstes Mal bei einer Prostituierten ist. Hurenalltag. Warten auf den nächsten Kunden. Manchmal Stunden. Wenn sie niemand bucht, geht Pam leer aus. Mein fünfter Tag. Sag mal, was bedeuten eigentlich deine Tattoos hier auf der Seite? Also, hier steht ein Leben, eine Chance. Ist ja in Wirklichkeit wirklich so. Also man hat nur eins und nur eine Chance? Oder? Richtig. Mhm. Dann, man hat ja immer im Leben jemand, der herabguckt. Dann hier für Augen zu und durch. Und hier, man muss es einfach machen und schweigen. Deswegen ist hier auch der Mund zugenäht. Und hier halt nicht. Und für wen steht die Person, die auf dich herabguckt? Das ist allgemein. Mhm. Du hast immer jemanden, ob es jetzt Familie ist oder woanders. Oder Arbeit, allgemein. Mhm.
Warum ist Schweigen so wichtig? Was heißt wichtig? Aber es gibt in manchen Dingen, ob es jetzt ein Beruf ist oder in der Familie, manchmal muss man einfach machen. Stopp, stopp, nimm das wieder raus. Prost, oder was? Ja, Prost, Digga. Das schmeckt viel besser so. Zum Wohl. Möchtest du Pommes haben? Du? Hm? Danke. Du? Also ich bin irgendwie das schwarze Schaf bei mir zu Hause. Ja? Ja. Hast du noch Geschwister, oder? Ja, ich habe noch eine Schwester und zwei Brüder. Was machen die? Meine Schwester hat jetzt vor kurzem ihren Abi gemacht. Mhm. Will jetzt studieren. Und meine Brüder gehen noch halt zur Schule, ganz normal. Die sind noch ein bisschen kleiner? Ja, 15 und 14. Genau. Mhm. Ja. So wie ich meine Mutter kenne, würde sie sich selber die Schuld geben. Mhm. Ich würde sagen, keine Ahnung, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube, sie wird das gar nicht verkraften. Mein Vater hat das ja mal rausbekommen. Ich habe Feierabend gemacht im alten Laden, bin rausgekommen und dann stand da oben beim Eingang. Das war so schlimm. Dann habe ich angefangen zu weinen, ja, wo ich ihn schon gesehen habe. Und dann meinte er, was machst du denn hier? Ich so, nichts. Ich habe hier kurz eine Freundin was vorbeigebracht und bla bla bla. Ja. Aber irgendwann hat sich das doch so aufgelöst, dass er das rausgefunden hat, dass ich doch da arbeite. Ja, und dann hatte ich Streit mit meiner Mutter. Und dann habe ich angefangen zu kellnern. Dann haben die mich immer 3 Wochen lang von der Arbeit abgeholt und so. Richtig krank. Und wo ich dann wusste, okay, jetzt hat sich das gelegt, jetzt kommen die nicht mehr so. Ne? Dann habe ich gesagt, ich gehe mal wieder ins Geizhaus. Ja. Aber warum machst du das denn hier? Ist Kellner nicht irgendwie... Das Geld fehlt. Ja? Ja, auch. Macht man das nur wegen des Geldes? Ich ja. Ich ja. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Frauen hier denken. Oder macht dir das Spaß hier so? Nee, ne? Ja. Also Spaß macht es keinen? Ja, nicht wirklich. Nee. Keine Ahnung. Blut geleckt, ne? Man gewöhnt sich halt an leicht verdientes Geld. Ja. Und schnell. So. Ja. Ich bin ja auch alleinerziehend. Und das ist dann noch schwerer, irgendwie dem Kind alles zu bieten und so. Ne? Ich will ja mein Kind alles bieten. Okay, ich habe wenig Zeit für ihn, aber dann denke ich mir auch, wenn ich kellnern oder im Büro sitze, bin ich ja auch 8 Stunden weg, weißt du? Ja. Wie wichtig ist Geld für dich? Ich weiß nicht, ich habe ihn ja noch nie so gesehen. Also doch, hier, aber kann ich nicht mehr. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Ist das so? Ist so. Mhm. Schauen wir mal noch. Es wird niemand kommen und sagen, soll ich dir mal unter die Arme greifen oder so. Gibt's nicht. Im Gegenteil, die kommen nur, wenn du was hast. Bleiben wir im Garten, ne? Bis gleich. 20 Euro die halbe Stunde fürs Standardprogramm. Wer mehr anbietet, verdient mehr. Stellt euch vor, bitte. Hast du schon mal was Schlimmes erlebt mit einem Freier? Ja. Da habe ich richtig geweint. Das war in einem Laden. Und er war besoffen, angetrunken. Und das war kurz vor Feierabend, ne? Bin ich noch mal schnell mit ihm aufs Zimmer gegangen und so. Und dann wollte er mich ohne Gummi. Ich sag, so gibt's nicht. Ich sag, so nur verhüten. Nee, ich will unbedingt und so. Ich sag, so gibt's nicht. Das ist so ein. Und dann hat er das Gummi abgenommen, mich an beiden Armen festgehalten, oben ums Bett. Ich habe so geschrien, keiner hat mich gehört, Musik war richtig laut und so. Dann habe ich ihn zur Seite geschubst, bin rausgelaufen.
Also der hat versucht, dich zu vergewaltigen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es war aber ganz komisch. Ich hatte so Angst. Ich bin dann auch nicht 2-3 Wochen zur Arbeit gegangen, weil ich so eine Angst hatte. Und da hatte ich auch neu angefangen, weißt du, so voll leise und still und gar nichts sagen und so. Das war richtig schlimm. Ich habe so geheult, ich bin zu meiner Chefin gegangen. Ich sag so, ja, der will mich ohne Gummi. So. Sie so, ja, Ella, stell dich mal jetzt nicht so an. Ich so, bitte. Richtig. Und dann sagt er, nee, das stimmt gar nicht. Und sie wollte das. Ich so, ja, deswegen renne ich auch aus dem Zimmer, ne? So, könnt ihr jetzt mal diese Entwicklung machen? Nee. Egal, was auf den Zimmern passiert, die Show muss weitergehen. So einfach ist das. Die Lampe kaputt? Nee. Ich muss hier ein Kabel durchziehen. Aber das ist nicht so einfach. Wir haben hier schon 1000 andere Kabel laufen. Ach. Ich mach mal eben drüben weiter. Nach 7 Tagen im Bordell denke ich überhaupt nicht mehr darüber nach, wenn es klingelt und neue Kunden kommen. Kein Kino mehr im Kopf. Alltag macht stumpf. Wahrscheinlich geht es den Mädchen auf den Zimmern genauso. Ein hoher Preis für wenig Geld. Die Preise sind schon lange im Keller, ja. Früher war eine halbe Stunde, hat er 200 Mark gekostet. Das war schon ewig hier. Eine Stunde, 300-400. Und eine Flasche Champagner hat ja 200 bis 500 Mark gekostet. Gut, früher gab es ja auch nur Nachtclubs, Laufhäuser. Die ganzen Apartments gab es ja früher nicht. Was jetzt ist, also jetzt auf dem Markt, da ist ganz viel Konkurrenz. Bei euch kostet die halbe Stunde 20 Euro? 38,50. Nicht 20. Also 20 bekommen die Mädchen. Mhm. Und ist das nicht ein bisschen unter Wert? Verkauft? Also verkauft man sich für 20 Euro die halbe Stunde nicht einfach unter Wert? Also kannst du das nicht sagen. Es funktioniert aber nicht anders. Es geht ja nicht anders, sonst hätten wir damals die Preise nicht gemacht. Uns haben die früher, die alten Hohen, immer gesagt, sieh zu, dass du Geld verdienst, weil wenn du ab 30, wenn du 30 wirst, wird es immer schwieriger. Das ist immer so noch so. Ein junges Mädchen kann schneller und besser Geld verdienen und jeden Tag als eine 30-40-Jährige. Die hat schon ein bisschen Schwierigkeiten. Weil das Jugendliche, die Ausstrahlung ist dann weg. Du kriegst irgendwann kalte Augen, kaltes Gesicht. Das ist ab 27, zwischen 27 und 30 kriegst du eine ganz andere Ausstrahlung. Man hat ja mir früher gesagt, man kriegt ja die hohen Augen. Na? Hurenaugen mit 27. Und was kommt danach? Pam, Ella und die anderen haben sich nicht nur einen Job ausgesucht. Sie haben sich für eine Rolle entschieden. Eine Rolle, die sie spielen müssen, damit all das hier funktioniert. Die perfekte Show, Sex als Entertainment, perfekter Deal. Alles kommt gleich. Echte Gefühle, Ekel, Zweifel, Angst. All das hat hier nichts zu suchen. Damit das Leben da draußen nichts mit dem Leben hier drinnen zu tun hat. Eine verdammt schwierige Rolle.